So, da sind wir wieder. Nächste Aufgabe steht aber an. Rauchauge. Also, das Einzige, was wir machen müssen, schließe eine Repariere den Schutzbunker-Mission in der 34er Zone ab. Ich würde sagen, wir gehen noch direkt rein. Dann, ich hoffe, er schickt mich auch richtig. Ja. Weil manchmal hat er mich schon mal irgendwo hingeschickt, was ich überhaupt nicht gebraucht habe. Also, die sind alle schon in der Lobby. Noch ein YouTuber. Gefühlt macht er inzwischen jeder YouTube. So, ab rein da. So, was Abonnenten betrifft und Gewinnspiel, wie gesagt, 6 Abonnenten fehlen noch für die 5. Zahl. Also, wer noch nicht abonniert hat, kann es jetzt gerne machen, weil ihr wisst ja, Ladebildschirm gleich Like-Zeit, Kommentierzeit und Abo-Zeit. Wie gesagt, wer das Gewinnspiel noch nicht kennt, einfach in der Videobeschreibung gucken. Da habe ich extra ein Video gemacht, wo ich mich einmal selber vorstelle und wie du die PSF-Karte quasi gewinnen kannst bzw. lösen kannst. Läuft bei dir, Petro. So, einfach nur Mission beenden und schon haben wir die Mission geschafft. Und danach müssen wir dann schon, sag schon, nächste Sturmschild machen. Mal gucken, was dann wieder für Leute mitten in die Lobby krieg. Bam, bam, bam. Gehen wir schon mal direkt zum Schutzbunker. Ich habe eh nichts zu tun. Gut, du hast den Schutzbunker erreicht. Gut, okay. Starte am Schaltpult die Diagnose, um zu sehen, was nicht stimmt. Erstmal hier Platz machen. Obwohl, warte mal, lassen wir das noch. Machen wir erstmal Platz hier drum. Ja, Holz haben wir am meisten, aber mit Holz will ich das Ding jetzt nicht unbedingt bauen. Ich glaube, ein paar Fallen habe ich eh noch in der Tasche, aber nee, gar nicht, ich habe gar keine. Doch, ich habe Fallen. Deckenfalle, 2 Stück, ja, 3 Stück. Und Bodenfalle haben wir noch. Ach Gott. 2, 6, das ist keine Falle, 7, ja, fast 10. Und ein bisschen was können wir schon hinstellen. Gucken, wo hier das Pult war. Zack. Zack. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich hier schon Decken bauen kann. Ne, also noch eins höher. Bauen wir uns hier mal ein bisschen mal zurecht. Haben wir hier genug Materialien. Zack. Schon gleich gucken, wo das scheiß Pult ist. Ach, was wollt ihr denn von mir? Hier laufen dann noch genug andere rum. Entschuldigung, es reicht. Aber ist nicht schlimm, kann ich wenigstens. Hätte ich meine Pistolenkills machen können. Hier ist eine Kiste drin. Ah, oh, haben wir schon mal eine Falle mehr. So, ich würde sagen, na komm, das können wir aus Holz machen. Meinen berühmten Rasterrahmen.
Sache, ich habe so viel Materialien da und. Ich habe ja gesehen, die meisten bauen echt die Pyramide. Aber ich weiß nicht. Ich mag die Pyramide nicht. So. Machen wir einen zweiten hin. Das ist ja auch nur, um die ein bisschen aufzuhalten, damit man sieht, von wo sie kommen. Gerissen. Natürlich auch da sein. Suche den Standort des Medkits auf deiner Karte. So, haben wir hier noch einen rumlaufen. So, Medkit, ja, kommt dann so oben halt gerade auch noch. Ganz entspannt. Ach, Matthäus, was machst du denn da? Der ist am Fahren. Jeder beschäftigt sich mit was anderem, außer der Aufgabe. So, wo ist es denn? Ach, wieder unterhalb. Och nö. Echt? Ja, haut natürlich erst aufs Holz. Das macht natürlich ganz viel Sinn. Treppen jetzt anders umbauen, ey. Müsste. Ne, nochmal. Ist klar, ich muss hier natürlich so ein Invasionsding finden. Ja, ich muss warten, bis Bienenschwader da weg ist. Kiste auch noch, dann hat die Reise ja doch ein bisschen gelohnt. So, dann wieder hoch. Dann erstmal wieder. Ob ich jemals bauen lerne hier in Fortnite, das ist echt mal so eine Frage. So, noch eine Blume. Der Schutzbunker wurde ziemlich schwer beschädigt. Offenbar wurden alle Lebenserhaltungsmodule gestohlen. Diese Module vergrößern und schirmen den Schutzbunker ab. Die Module müssen doch hier irgendwo sein. Durchsuche die Zone und bring die fehlenden Teile zurück. Schutzbunker werden von tausenden Konstruktionsbots errichtet. Wenn die Bots angegriffen werden, gehen sie in den Tarnmodus und schalten sich ab. Zur Reparatur des Schutzbunkers werden wir die ganzen Konstruktionsbots reaktivieren müssen. Ja, ja, leider ist ihr Tarnmodus sehr effektiv.
effektiv. Du wirst Hilfe benötigen, um die vermissten Konstruktionsbots zu finden. Mal sehen, ob ich Hilfe schicken kann. Das kann ein paar Minuten dauern. Eine bevorstehende Welle wurde entdeckt. Uns bleibt noch Zeit, bis sie eintreffen. Du kannst dich jetzt nach fehlenden Teilen umsehen oder den Schutzbunker verstärken. Der Konstruktionsbot wurde reaktiviert. Das Modul wird jetzt installiert. Natürlich kriegt er das. Also, na komm, zeig's schon an auf der Map. Pro Minute, das macht eine Menge Kugeln. Immer die ständige Gewarte hier. Ich mag die Aufgabe an sich nicht. Weiß nicht, ich kann mich mit der Aufgabe einfach nicht anfreunden. Weit unten waren das hier. Voll, wo ist das Geschenk? Hi, Vaux. Hilfe ist da. Suche nach Glotzbot. Ich habe seinen Standort auf der Karte markiert. Was geht noch mal runter? Energie. Wenn der Scanner nicht aktiviert wird, muss er zum Aufladen zurückkehren. Ein Modul wurde installiert. Der Schutzbunker ist jetzt besser. Gott, er ist eine Weltreise darunter. Ist da war das Geschenk. Den Wenn da jetzt nichts Vernünftiges drin ist und ich jetzt hier umsonst 3 Stockwerke runtergerannt bin. Hallo? Mann, ey. Das war auf dein Glück. War der Weg ist nicht ganz umsonst. Und Vaux, alles gut bei dir. So, ab zum Glotzbutz. Lass mal noch die Tagesaufgabe von gestern fertig machen, hoffentlich. Stellt euch doch alle um mich rum. Oh, hört man doch gerne. Ich habe die Module gesehen. Die Teile sind nun auf deiner Karte markiert. Danke, Glotzbot. Ach, hier sind eh keine Geschenke. Ach, immer diese Lauferei bei dieser Quest. Schon mal keiner hin. Ich bin immer gewöhnt von Fortnite dann den Boost zu drücken. Also vom Battle Royale. Geht nicht. Da. Also langsam kriege ich ja mein Blitzlevel hoch. So, wo haben wir den nächsten? Haben wir noch gar nicht. Auch nicht schlecht. 170 Ein Leute. Modul wurde installiert. Der Schutzbunker ist jetzt besser. Installation des nächsten Moduls hat begonnen. Okay, ich muss doch ein bisschen nachhelfen. Ja.
ja, jetzt nicht übertreiben, Leute. So, lebt hier noch einer? Ja, natürlich war klar. Ich krieg dich auf mit der Pistole weg. Zack. Entschuldigung. Blitzlevel einfach die Überlebenden automatisch auffüllen lassen, die Überlebenden. Ein Modul wurde installiert. Der Schutzbunker und ist dann besser. Die Überlebenden hochleveln. Ich habe auch nichts anderes gemacht. Installation des nächsten Moduls hat begonnen. Scan des Glotzbots ist bereit. Verteidige den Glotzbot während des Scans. Aber ich zeig dir das gleich, wie ich das gemacht habe. Also nicht einen nur aufleveln, sondern am besten immer jeden bis zur ersten Erweiterung. So habe ich es halt gemacht. Ich glaube 10 Level sind das und dann bin ich den nächsten zum nächsten gegangen. Also ich kann jetzt hier nach der Mission kurz zeigen. Ich habe nämlich auch den Fehler gemacht, dass ich immer meine Stärksten nur hochgelevelt habe, aber das bringt insgesamt nicht so viel. Was so irgendwo Sinn macht. Bringt ja nichts, wenn du einen auf Level 30 hast und die anderen sind Level 5, sag ich jetzt mal. Immer diese dämlichen Pistolen kills, ey. Solange der Schutzbunker angegriffen wird, werden keine Teile installiert. Gesehenes kann nicht ungesehen gemacht werden. Überprüfe deine Karte. Die Teile sind nun auf deiner Karte markiert. Ach, oder nicht immer ein Dings dabei. Da kommen sie! Verteidige den Schutzbunker! Oh. Modulinstallation wurde pausiert, wird aber nach dem Angriff fortgesetzt. Nur noch 2 Module. Such weiter! Guck mal, ich baue hier alles auf. Da geht keiner mal hin und macht da mal eine Falle rein oder so. Oh, baue keine ganzen Wände. Ganzen Wände sind scheiße. Habe ich schon gesagt, dass ich keine Pistolenkills mag. Offenbar haben sie sich für den Moment zurückgezogen. Finde diese Teile. Wir wollen uns nicht noch mit weiteren Angriffen herumschlagen. Tja, das werden wir aber müssen. Installation wird fortgesetzt. Hilfe ist eingetroffen. Begib dich an den Ort, der auf deiner Karte markiert ist. Des Glotzbots ist bereit. Verteidige den Glotzbot während des Scans. Eigentlich kann doch hier keiner. Ein Modul wurde installiert. Der Schutzbunker ist jetzt besser. Installation des nächsten Moduls hat begonnen. Du hast ihn wohl wütend gemacht. Der nächste Raubzug wird schwieriger. Ruhe bitte. Ich kann sehen. Sobald alle Teile installiert wurden, wird der Schutzbunker wieder versuchen hochzufahren. In dem Fall gibt es einen großen Kampf. Der Gegner wird auf eine Richtung runter. Das Aufladen dauert 4 Minuten. Gott, Level 1 Holz hält ja gar nichts. Der Schutzbunker ist jetzt besser. Installation des nächsten Moduls hat begonnen.
habe die Module gesehen. Die Teile sind nun auf deiner Karte markiert. Na komm. Danke, Glotzbot. Ah, sehr schön, und rüber jetzt. So, guck mal. Voll der Knochenlama. Kein Problem, Varus. Ein Modul wurde installiert. Der Schutzbunker ist jetzt besser. Wie gesagt, nie direkt erst alle hochleveln bis zum ersten Mal Erweiterung und dann halt immer so weiter. Also so hab ich es jetzt erstmal vor. Sie ahnen, dass bald das letzte Teil installiert wird. Sie planen bestimmt einen großen Angriff. Mach dich bereit. So, ab zum Schutzbunker. Installation wird fortgesetzt. Ich muss erstmal wissen, wo die herkommen. Aber ich glaube, hier brauchen wir eh noch keine Fallen. Sache inzwischen ist 34 Kindergarten. Entschuldigung. Schön wär's. Da kommen sie! Verteidige den Schutzbunker! So, von wo? Wo ist er denn hin, der Vogel? Die anderen sind auch so stark, also eigentlich brauchen wir hier gar nichts. Weil hier werde ich wahrscheinlich noch nicht mal meine Tagesaufgabe irgendwie gestoppt. Irgendwo ist hier, glaube ich, was Größeres. Wo laufen die denn alle her, ey? Tolles Döner, ey. Easy. Ach, da kommt schon die nächsten. Sei sind echt keine Gefahr, ey. Ich weiß gar nicht, ob das reicht, wenn ich die nur anbiete. Wie hat er mich kaputt gemacht? Ich dachte. Blöd. Ah, hier muss ich mal gerade von hinten helfen lassen. 60 Sekunden, bis der Bunker online geht. Schön wär's. Dann.
Schieße hier, ey. Seit wann kommen denn hier so viele, ey? Weißt du, wo ich die Nebelmonster-Aufgabe hatte, kam fast gar nichts. Oh, hab ich nicht bald 300? Schon. Das war aber nicht schwer. So, GG an die Gruppe. Das war schon, verteidige den Bunker. Also nichts dabei. Nur mit der Pistole. Nur am zweitmeisten Schaden gemacht. Kappa. Und wie viele wir sind? Oh, nur 1,6. Schwach. Ganz schwach. So, mehr ist es nicht. Mal gucken gerade, ob ich die. Ach, Lamas haben wir noch. Lamas. Gibt ja wohl keine erste Folge ohne Lamas. Ja gut, ich krieg nur noch 2 Tage Lamas. Oh, Matthäus hat mir eine Anfrage geschickt. Anstatt auf YouTube vorbeiguckt. Jakob. Ihr wisst ja, Ladebildschirm, Likezeit, Kommentierzeit und Abozeit. Mal gucken, wann wir die 50 Abos erreichen. Dann, vor allem bei 80 Abonnenten haben wir erst die Halbzeit vom PaySafe-Code. Aber ich sehe es ja inzwischen. Manchmal gibt es ja echt Tage, da kommt wirklich ein Abonnentenschub, auch wenn ich gar nichts mache. Gerade wenn ich auf der Arbeit bin, auf einmal da abonniert, ich so, ey, okay. Aber natürlich freue ich mich über jeden Abonnenten, um Gottes Willen. So, komm, Ladebildschirm, mach hin. Bin hier nicht bei GTA. Dori, willst du dann gleich Sturmschildverteidigung mitmachen? Weil du wolltest ja dabei sein. Ja, bei einem Zuschauer, Dori, redest du gerade mit der Wand. Was ist denn hier los? Dauert nicht hier 100 Jahre. Ja, ich muss eh mal gucken. So langsam anfangen, die. Kann halt sein, dass hier der Ladebildschirm 100 Jahre dauert heute. Also so lange hat das, glaube ich, noch nie gedauert. Ich muss eh mal anfangen, so meine ersten Rekorde aufschreiben. Welches Video hat immer, also wie viele Klicks hat ein Video, Abonnentenzahl, Zuschauerzahl, Spendenzahl. Kann ich ja noch nichts sagen, hat ja noch keiner gespendet. Ja, was ist denn hier los mit Fortnite? Häng. Fortnite. Hallo. Es dürfte auch mal weitergehen. Hat sich's aufgehangen oder was? Warte, gerade mal im Taskmanager gucken. Windows verändert aber auch jeden Scheiß. Fortnite. Ja. Ich will meine Belohnung haben. Aha, man muss nur meckern. So, Anhänger sind immer gut. Gold sowieso. Überlebenden EP. Sowieso. Ach, gibt's schon wieder V-Bucks.
Hallo Fortnite. Oh, was ist denn los? Was spinnt denn Fortnite zur Zeit so rum? Mach dich auf! Schlechte Nachrichten gefasst! LNP braucht kein Mensch. Verteidiger braucht kein Mensch. So, er hat mir eine Freundesanfrage geschickt. Nehmen wir mal an. Gucken, was dabei rauskommt. So, fallen erstmal wieder Musik an. Was passiert hier gerade? Geht ja noch gar nicht. Einmal zurück. Ohne Musik geht hier gar nichts. Wo waren wir dran? Überlebende, verwalten. Wer kam dazu? Zack. So, jetzt gehen wir gerade mal die Teams durch. Gehen wir direkt da durch. So, da habe ich alles. 27, 27, 20. Zack, zack. Da habe ich nämlich schon meine 36. So, meine 37. Jetzt wird die wieder aus dem Team rausgeholt. Ich blick da nicht durch. Naja, so auf Maximum, oder? Naja, doch. 27, 19. Zack, zack. Das bringt mir ja fast gar nichts. So, das war's auch schon wieder. Jetzt ganz schnell auf zentrale Helden. Okay, Mensch. Item Shop öffnen. Alle öffnen. Ist dein Vater? So, nochmal. Gar nicht mal so schäbig. Ach, es gibt wieder extra EP. Ich will keinen Helden, ich will Überlebende. Danke. Man muss nur meckern. Hallo Freund. Ach, hier sehe ich drin. Ah doch, zwei Überlebende. So, hier haben wir nix. Die gibt es erst in 6 Stunden neue. Da fehlen uns 800. Die machen wir nichts. Mal gucken, ob ich irgendwas mit den. Ja, die wurde nicht eingebaut. Er wurde auch nicht eingebaut. Gott, warum kriege ich einen Grauen, ey? Der Grüne hier, der Grüne, der stört mich. Ich will den nicht. Ich will da blau. Ich schick den neue zurück, ist mir egal. So, von den blauen ist kein einziger. Ich glaube, ich schick die jetzt alle zurück und mach's wirklich nur noch mit lilanen. Wenn ich noch nicht hab, entweder zurückschicken oder ich gehe hin und tue sie halt in die Sammlung. Kein einziger im Team ist, dann kann ich ihn auch eigentlich nicht gebrauchen, würde ich jetzt mal so glatt behaupten. Weil ich meine Bücher brauche ich sowieso ohne Ende. Weil jetzt müsste ich eigentlich alle schon einmal bis maximal gemacht haben. So viel EP ist das ja auch nicht, wenn das da zusammenkommt, ganz ehrlich. So viel habe ich eben eine Mission bekommen. Aber der Grüne hat mich trotzdem über fast ein Level gekostet. Hammer. So. Dann fangen wir an, die mal aufzuwerten. Zack.
Ja, das wird natürlich jetzt alles ein bisschen teurer. Ja, wenigstens bin ich wieder auf 37. Ja, vielleicht wäre ich sogar jetzt auf 38, hätte ich den grünen behalten. Aber ist halt so. Also, er kann. Ne, den kann ich vielleicht eintauschen für einen Überlebenden. Die auch. So, dann würde ich sagen, in dem Sinne, das war's. Als nächstes kommt halt die Sturmschildverteidigung. In dem Sinne würde ich sagen, entweder lasst ein Like da, Abo, Kommentar, macht irgendwas und haut rein.